Wer glaubt, auf Sylt, da gäbe es nur Prunk und Promis, ja, der täuscht sich. Die frische Brise lockt dort beispielsweise auch Sportler aus aller Welt alljährlich zum Surf World Cup an den Strand. Ihre Ritte auf den Nordseewellen, die sind echt atemberaubend, nur der Wind hat sich diesmal ganz schön zurückgehalten. Mit dem Wind und den Wellen war es mal wieder so eine Sache vor Sylt. Längst nicht an allen Tagen herrschten derart gute Bedingungen, etwa für die Disziplin Freestyle. Viele Wettbewerbe, vor allem im Wellenreiten, fielen aus, weil an den 10 Tagen der Veranstaltung oftmals ein zu laues Windchen wehte. Das konnte die fantastische Stimmung beim bedeutendsten Windsurf-Ereignis der Welt kaum trüben. Selbst für Legenden des Surfsports zählen auf Sylt einfach andere Dinge als immer nur perfekte Wettbewerbsbedingungen. Das ist das wichtigste, größte Weltcup der Welt. So, ich habe eine riesen Geschichte hier, viele Freunde, gute Bedingungen, hin und her. Manchmal Regen, manchmal Sonne. Gute Wellen, keine Wellen. Es ist nur ein Riesenstück von der Windsurfsportsgeschichte ist hier. Für eine andere Legende war Sylt ein Schlusspunkt. Björn Dunkerbeck beendete mit 41 Jahren beim Weltcup seine Profikarriere. Ein Sylt-Fan wird er wohl bleiben. Also Sylt ist immer wieder ein Highlight, allein schon das größte des Events. Und die wechselhaften Bedingungen sind schwierige Bedingungen, sogar aber leicht, wenn man den riesen Job da draußen ist, eine Herausforderung. 220.000 Besucher sind in diesem Jahr zum weltweit größten Windsurf-Weltcup an die Nordsee gepilgert. Und selbst nachts wurde ihnen etwas geboten. Bei den Night Sessions steht vor allem die Show im Vordergrund. Schließlich ist Windsurfen ja nicht zuletzt ein Fun-Sport. An vielen Tagen wurden die Zuschauer zudem vom schönsten Spätsommerwetter verwöhnt. Das lockt nicht wenige hierher. Kurz vorm Winter, vorm richtigen Herbst. Das Wetter ist einmalig und passt perfekt nochmal zum Sommerende hin. So wie heute ist natürlich nicht schlecht. Ein bisschen laues Lüftchen fehlt ja noch. Da kann man nochmal den Racern zugucken. Ist schon ganz spannend, wenn man das auch mal so vom Strand aussieht. Pech für Philipp Köster. Der zweimalige deutsche Weltmeister im Wellenreiten hoffte auf Punkte vor Sylt. Wegen des Mangels an Wind und Wellen gab es beim Wellenreiten aber keine Entscheidung. Jetzt bleiben 2 Rennen in Frankreich und Hawaii. Ja, und das war's auch schon von uns, von der Drehscheibe. Wir sehen uns morgen wieder. Dann stellen wir Ihnen unter anderem eine neue Abzockmasche von Supermärkten vor. Wenn Kunden während ihres Einkaufs die Parkscheibe nicht ins Auto legen, ja, dann heißt es tief in die Tasche greifen. Dies und mehr dann morgen. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Danke fürs Zuschauen. Ja, und tschüss, bis morgen in alter Frische.